Schocknachricht für alle Fans von Katja Lehnhardt. Die ehemalige GNTM-Kandidatin ist, wie unter anderem Bild berichtet, tot. Sie soll am Dienstag, den 9. Februar 2021, verstorben sein. In dem Bericht heißt es, dass die Polizei bei ihrem Tod keine Hinweise auf ein Fremdverschulden hat. Das Model wurde nur 25 Jahre alt und hinterlässt einen Sohn. 2012 belegte Katja in der 7. Staffel von Germany's Next Topmodel den 4. Platz. In die Öffentlichkeit rückte sie zuletzt, da der Fußballprofi Jerome Boateng die Beziehung zu ihr beendete. Die Trennung wurde am 2. Februar bekannt gegeben. Unter einem Post auf Instagram gab es bereits erste Kommentare zu ihrem Tod. Der ehemalige Dschungelcamper Julian F.M. Stöckel beispielsweise schrieb: "Es tut mir wahnsinnig leid, dass es scheinbar keinen Ausweg aus dieser Situation gab."